Für die Fraktion Die Linke hat sich die Abgeordnete Wissler zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Kurz vor dem 1. Mai reden wir heute über faire Arbeit, und das ist gut, weil es sind ja nur die Millionen Beschäftigte in diesem Land, die durch ihre alltägliche Arbeit die Gesellschaft und die Wirtschaft am Laufen halten, die Menschen pflegen, die Industriegüter produzieren, im Dienstleistungsbereich und in den öffentlichen Verwaltungen arbeiten. Die Pandemiekrise verschärft die soziale Spaltung. Wir leben in einer Klassengesellschaft, und das zeigt sich in der Corona-Krise ganz besonders. Denn das Virus betrifft alle, aber es trifft eben nicht alle gleich. Die Krise trifft die Geringverdienenden und die prekär Beschäftigten besonders heftig. Die Minijobberinnen, die Leiharbeiter, die befristet Beschäftigten verlieren als Erste ihre Arbeit. Und Beschäftigte im Niedriglohnsektor, die können von Kurzarbeitergeld schlicht nicht leben. Laut einer Studie des gewerkschaftsnahen WSI hat mehr als jeder Zweite mit einem monatlichen Einkommen unter 2.000 € in der Pandemie 25% des Monatseinkommens verloren. Bei jedem Zehnten brachen sogar mehr als 50% weg. Wir sehen also, befristete Arbeitsverträge, Minijobs und Niedriglöhne erweisen sich unter der Corona-Krise einmal mehr als Armutsfalle. Die Armutsquote liegt in Hessen bei 16%, auch aufgrund des ausufernden Niedriglohnsektors und der Tatenlosigkeit der Landesregierung. Jeder fünfte Beschäftigte arbeitet mittlerweile zu Niedriglöhnen. Das heißt, viele brauchen einen zweiten Job oder müssen aufstocken, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und, meine Damen und Herren, das ist in einem reichen Land wie Hessen vollkommen unakzeptabel. Im letzten Jahr gab es ja große Dankesworte an die sogenannten Systemrelevanten, darunter viele Frauen, die mit ihrer Arbeit in der Krise den Laden am Laufen gehalten haben, an die Beschäftigten im Einzelhandel, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, bei den Lieferdiensten, in Krankenhäusern, im öffentlichen Dienst, der ambulante Pflege und den Kitas, die ihre Arbeit eben nicht ins Homeoffice verlegen können, die einem besonderen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Aber diesem Applaus und diesen warmen Worten folgte nichts. Einfach nichts. Mit warmen Worten kann eine Verkäuferin ihre Miete nicht bezahlen. Und vom Applaus hat ein Friseur, der schon zu Normalzeiten oft nur 1.600 € in Vollzeit verdient, nichts. Und von einem Dank hier oder da kommt eine Reinigungskraft an einer öffentlichen Schule oder in Krankenhäusern auch nicht besser durch den Monat. Das heißt, Pflegekräfte unterstützen und ernst nehmen. Das müsste doch heißen, dass wir endlich die Arbeitsbedingungen verbessern, dass wir für Entlastung sorgen, dass es Personalmindeststandards gibt und endlich angemessene Löhne, meine Damen und Herren. Den Beschäftigten im Einzelhandel, denen würde doch ein höherer Mindestlohn helfen. Und denen hilft es doch nichts, dass jetzt schon wieder gefordert wird, dass die Sonntagsarbeit ausgeweitet werden muss, weil das die Arbeitsbedingungen noch weiter verschlechtert. Den Systemrelevanten, denen wäre doch geholfen, wenn sie keine Angst vor Altersarmut haben müssten, wenn die Rente erst ab 67 abgeschafft werden würde, weil sie eine Rentenkürzung bedeutet. Es ist eine Rentenkürzung für die Menschen, die nicht bis ins hohe Alter andere Menschen pflegen und heben können, die nicht im Nachtschicht- und Schichtdienst arbeiten können, die nicht bis ins hohe Alter Regale einräumen oder auf dem Bau körperlich arbeiten können. Sie alle gehen dann in Rente, wann sie nicht mehr können, aber zu hohen Abschlägen. Sie können auch oftmals nicht privat vorsorgen. Und deswegen brauchen wir eine Mindestrente, die zum Leben reicht. Wir brauchen die Anhebung des Rentenniveaus und eine Bekämpfung der Altersarmut. Viele Selbstständige im Kulturbereich oder in der Weiterbildung haben die Corona-Krise noch immer gar nicht erreicht. Eine wachsende Zahl von Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz oder haben ihn bereits verloren. Kleinen Augenblick mal. Es ist eine ziemliche Unruhe. Frau Wissler hat das Wort. Die Nebengespräche doch bitte draußen führen, besonders da drüben. Es ist ein ziemlicher Geräuschpegel. Herzlichen Dank. Unruhe in der FDP-Fraktion. Ja, es ist auch gut so.
Also, wenn ich Reden halte, die in der FDP-Fraktion jetzt für einhellige Begeisterung sorgen würden, würde ich mir auch Sorgen machen. Denken wir an die Arbeitsplatzabbau, an die Standortschließungen in vielen Industriebetrieben, oder denken wir an die Beschäftigten am Frankfurter Flughafen, an die Lufthansa zum Beispiel, die mit Steuermilliarden gerettet wurde, ohne dass Arbeitsplatzgarantien verlangt wurden, oder bei den Bodenverkehrsdiensten bei Visag, wo es jetzt gerade Massenentlassungen gibt. Und zu den Verlierern in dieser Krise gehören auch viele junge Menschen, die nämlich besonders häufig mit befristeten Verträgen abgespeist werden, die sich oft jahrelang von Befristung zu Befristung hangeln und das in der Krise überhaupt nicht mehr funktioniert. Auszubildende werden nicht übernommen, und es gibt Konzerne, die so dreist sind, dass sie die Pandemie als Ausrede für Entlassungen oder die Streichung von Arbeitsplätzen nutzen, obwohl sie bisher sehr gut durch die Krise gekommen sind. Ein Beispiel ist dafür die Telekom. Da hat das Management jetzt angekündigt, massiv Ausbildungsplätze und duale Studienplätze zu streichen. Trotz eines Umsatzplus von 25% im letzten Jahr, trotz 5,7 Milliarden bereinigten Überschüssen. Meine Damen und Herren, unsere Solidarität gilt Verdi und gilt den Beschäftigten, die gerade gegen diese Pläne der Telekom mobilisieren. Angesichts der Folgen der Corona-Krise für die Innenstädte, die Gastronomie, den Kultursektor und die sozialen Einrichtungen im Land, angesichts des Strukturwandels in der Industrie, es ist höchste Zeit, dass wir über ein Sofortprogramm des Landes für Solidarität und gute Arbeit in der Krise nicht nur reden, sondern dass wir ein solches Programm auf den Weg bringen. Und das Erste, was wir brauchen, ist endlich ein soziales und ökologisches Vergabe- und Tariftreuegesetz, das den Namen auch verdient. Ein Landesmindestlohn von 13 € als Untergrenze und nicht das Gesetz, das wir jetzt haben, das ein zahnloser Tiger ist. Sie haben hier die Möglichkeit, wirklich Ihren Einfluss zu nutzen, um gute Arbeit in Hessen durchzusetzen. Tun Sie das endlich, meine Damen und Herren. Wir müssen den Personalmangel in den Krankenhäusern, also in den Kitas, in den sozialen Einrichtungen, im öffentlichen Gesundheitsdienst oder bei den Bauhöfen, den müssen wir bekämpfen. Wir brauchen mehr Arbeitsplätze, um auch die stressigen Arbeitsbedingungen zu bekämpfen. Wir brauchen eine Ausbildungs- und Einstellungsoffensive des Landes, mehr Personal im öffentlichen Dienst, weil wir brauchen eine krisenfeste soziale Infrastruktur, weil gerade in der Krise hat sich ja gezeigt, wo die Probleme liegen. Meine Damen und Herren, die Arbeit in den Pflege- und Gesundheitsberufen, in der Bildung und in der sozialen Arbeit, das muss aufgewertet werden. Und deshalb brauchen wir auch mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um Bildungsgerechtigkeit und Inklusion zu stärken. Mehr Stellen in den Kitas und Schulen, in der Weiterbildung, all das wären wichtige Bausteine für ein wirksames Programm für gute Arbeit und soziale Infrastruktur. Und davon profitieren nicht nur die Beschäftigten, sondern alle Menschen in diesem Land. Und natürlich muss gelten, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer, und dieses Gender Pay Gap muss endlich beseitigt werden. Wir brauchen ein Zukunftsinvestitionsprogramm für eine klimaneutrale Wirtschaft. Konsequenter Klimaschutz kann gute und zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen, gerade in der Industrie, gerade auch wenn wir über den Umbau der Automobilindustrie reden. Dabei dürfen Sie die Beschäftigten nicht im Regen stehen lassen, Herr Minister, so wie das die Landesregierung bei Conti getan hat und in vielen anderen Bereichen, wo wir uns gewünscht hätten, die Landesregierung hätte sich solidarisch gezeigt an der Seite der Beschäftigten. Mit einem landeseigenen Transformationsfonds könnte man den sozialökologischen Umbau der Industrie in Hessen voranbringen. Und nach den bitteren Erfahrungen muss klar sein, kein öffentliches Geld ohne Arbeitsplatzgarantien. Das hat die Lufthansa gezeigt, und das hat auch die Automobilindustrie gezeigt. Staatliche Unterstützung nur gegen Arbeitsplatzgarantien. Meine Damen und Herren, ich war diese Woche bei einer Verdi-Kundgebung am Frankfurter Briefzentrum. Und dort protestierten die Beschäftigten für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Gerade bei der Deutschen Post sind überdurchschnittlich viele Angestellte befristet beschäftigt. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Bund immer noch über 20% der Anteile an der Deutschen Post hat. Und befristete Verträge, das bedeutet ein Leben in Unsicherheit, das bedeutet Probleme, wenn man Mietverträge abschließen will oder Kreditverträge.
Und es schwächt auch die Kampfkraft der Gewerkschaften, weil der Kampf für gewerkschaftliche Rechte für befristet Beschäftigte viel schwieriger ist, weil sie sich oft nicht trauen, für ihre Rechte einzutreten, zu streiken und sich auch oft krank zur Arbeit schleppen. Seit dem Jahr 2000 gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Jetzt ist im Koalitionsvertrag der Großen Koalition festgeschrieben, dass es geändert werden soll. Noch ist es nicht passiert. Hier brauchen wir Druck für gute Arbeit und ein planbares Leben, damit die sachgrundlose Befristung abgeschafft wird und Kettenverträge unterbunden werden. Auch die Hartz-Gesetze und insbesondere Hartz IV haben eine Rutschbahn der Löhne in Gang gesetzt. Deutschland hat mittlerweile einen riesigen Niedriglohnsektor. Und wir wollen die Beschäftigten schützen vor Lohndumping, vor Erwerbsarmut. Dazu müssen wir dieses Hartz-IV-Regelwerk abschaffen und den Arbeitsmarkt regulieren. Meine Damen und Herren, sichere und unbefristete Arbeitsverhältnisse müssen wieder Normalität werden, statt die Ausnahme. Wir brauchen ein neues Normalarbeitsverhältnis mit höheren Löhnen durch die Stärkung von Flächentarifverträgen, mehr Personal statt Dauerstress, sichere Arbeitsverträge statt Befristungen. Wir brauchen Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Das würde auch die Vereinbarkeit. Frau Abgeordnete Wissler, die Forderungen müssten langsam zum Ende kommen. Ja. Die Arbeitszeit verkürzen, die Redezeit verlängern. Also gerade in Zeiten, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, gerade in Zeiten von Digitalisierung, von Entgrenzung müssen wir Beschäftigte schützen vor Überlastung und den psychischen Folgen. Deswegen geht es uns auch um eine gerechte Verteilung von Arbeit. In diesem Sinne, am 1. Mai wird es vielen Aktionen, vielen Städten Aktionen des Deutschen Gewerkschaftsbundes geben. Und es ist höchste Zeit, dass die Beschäftigten Druck machen, auch in der Krise, und für ihre Rechte einstehen. Und in diesem Sinne heraus zum 1. Mai und her mit dem schönen Leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. Ich würde noch einmal darum bitten, dass auch die Gespräche hinter der Wand vielleicht draußen geführt werden können. Ich finde, es ist für die Rednerinnen und Redner ein bisschen störend. Als nächstes hat der Abgeordnete Dr. Naas das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, solidarisch durch die Krise, faire Arbeit und fairer Lohn, das ist die Überschrift Ihres Antrages. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob es ein Wunschzettel ist, ob es ein Glaubensbekenntnis zum 1. Mai ist oder ob es ein politisches Testament ist. Ein Wunschzettel an die Bundesregierung, was sie selbst noch nicht umgesetzt hat, obwohl es in ihrer Kompetenz liegt. Ein Glaubensbekenntnis, was man immer halten kann, 19 Punkte, das wäre mal was Neues. Oder eben das politische Testament des Kollegen Decker, weil wir natürlich auch gelesen haben, dass Sie die nächsten Monate hier diesen wunderschönen Landtag verlassen wollen. Und ich bedauere das zutiefst, weil wir zwar nicht immer einer Meinung sind, aber ich glaube, uns gegenseitig schätzen und uns und auch gerne miteinander diskutieren. Also das an dieser Stelle. Alles Gute, falls es die letzte große Rede gewesen sein sollte. Aber ich habe die Hoffnung, dass der Arbeitsmarktpolitik auch die nächsten drei Monate noch einmal aufgerufen wird hier im Hessischen Landtag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der erste Satz des Antrags beginnt: Die Corona-Krise stellt unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt und unsere Wirtschaft vor eine harte Bewährungsprobe. Das ist in der Tat so, und bis dahin können wir den Antrag unterschreiben. Aber dann eben nicht mehr, denn Sie leben anscheinend in einer völlig anderen Welt. Sie wollen in dieser Krise den Sozialstaat noch ausbauen, sagen Sie uns. Wir wollen im Moment vor allem die Freiheit der Unternehmer ausbauen, weil wir der Auffassung sind, dass die Wirtschaft gut durch diese Krise gekommen ist und dass die Wirtschaft diese Krise eigentlich besser bewältigt hat als der Staat und dass wir von der Wirtschaft auch mehr erwarten können nach der Krise als vom Staat. Und deswegen wollen wir eigentlich Bürokratie abbauen und nicht weiter aufbauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, es ist manchmal schwierig, wenn man hier in der Opposition ist, Kollegin Wissler, Sie wissen das ja. Deswegen muss ich hier von eigentlich sprechen. Ich würde mir das auch anders wünschen. Und damit wären wir schon beim zweiten Punkt, Frau Kollegin Wissler, nämlich den weiteren Überbrückungshilfen, die die SPD hier anmahnt. Da fragt sich ja mal
zunächst jemand, was sind denn die eigentlichen Überbrückungshilfen? Weil es wird ja hier von weiteren gesprochen. Ich kenne keine hessischen Überbrückungshilfen. Ich kenne eine relativ lausige Soforthilfe, die Hessen aufgestockt hat. Ich kenne Stipendienprogramme. Ich kenne Mikrodarlehen, die irgendwann auch mal umgewandelt werden können. Kollegin Kinkel hat das gesagt. Wir haben als einziges hier im Hessischen Landtag ein eigenes Corona-Hilfegesetz vorgelegt. Als einzige Fraktion. Und es ist bis heute unbeantwortet geblieben, warum Sie das eigentlich abgelehnt haben. Wir hätten uns gewünscht, dass in dieser besonderen Verantwortung der Staat auch zu dieser Verantwortung steht. Denn er hat die Geschäfte zugemacht, die Läden zugemacht, aber auch die Unternehmen. Und dann auch eine Entschädigung leistet. Das ist bis heute nicht erfolgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Kinkel hat schon gesagt, ich glaube, bei der verlorenen Corona-Generation, da sind wir einer Meinung, in der Tat, da ist vieles zu tun, da ist auch schon einiges passiert. Wir müssen dranbleiben. Die Beschäftigung, die Ausbildung ist etwas ganz, ganz Wichtiges mit Blick auf die zukünftige Beschäftigung. Deswegen, glaube ich, ziehen wir dort an dieser Stelle an einen Strang. Das gilt natürlich auch für die SPD-Fraktion. So, dann kommen wir zu den sachgrundlosen Befristungen. Glauben Sie allen Ernstes, dass in dieser Corona-Krise jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die sachgrundlosen Befristungen zu erschweren? Ich würde sagen, wir müssen sie eher ausdehnen von 2 auf 3 Jahre. Müssen sie eher ausdehnen, weil Sie müssen noch einmal überlegen, was ist denn passiert? Bestimmte Personen sind arbeitslos geworden, gerade Künstler müssen jetzt jobben, müssen sich andere Berufe suchen. Und es ist doch die Frage, wollen die zurückkehren? Wollen die vielleicht jetzt eine Chance haben, vorübergehend in einem anderen Beruf unterzukommen, anstatt auf der Straße zu stehen? Deswegen sollte man das nicht verkürzen, sondern ausweiten. Ich weiß gar nicht, was es da zu zetern gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wollen Sie einen Investitionsfonds gründen und die Digitalisierung vorantreiben, sagen uns aber nicht, Kollege Decker, wie das eigentlich funktionieren soll, weil das ist ja hier auch... sind ja reine Forderungen, Begründungen sind ja nicht dabei. Konkret wird das auch nicht. Insofern ist es auch ein Glaubensbekenntnis. Wie hoch soll der Fonds sein? Dann wollen Sie einen Industriedialog führen. Da würden wir auch ganz gerne mal wissen, was darunter gemeint ist. Ist das ein Kaffeekränzchen? Soll der Ministerpräsident einladen? Soll der Wirtschaftsminister einladen? Was meinen Sie damit? So, und dann kommen wir zu Ihrem Lieblingsthema. Es sind ja auch ein paar Ladenhüter dabei. Und das ist der hessische Mindestlohn, 13 Euro. Natürlich der allgemeine Mindestlohn, 12 Euro. In der Tat, wir haben mal geguckt, auch weil wir uns ein bisschen auf eine Verabschiedungsrede vorbereitet haben, was denn so mit Ihrer ersten Rede war. Das war im Jahre 2012, da haben Sie nämlich schon für den Mindestlohn gekämpft. Damals haben Sie übrigens für 8,50 Euro gekämpft. Nur, Kollege Decker, Sie sind von der Wirklichkeit und der Tarifautonomie überholt worden. Jetzt müssen Sie schon für 13 Euro kämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in dem Antrag ja alles drin. Es ist alles drin und es werden alle Fragen beantwortet, also die Geschlechtergerechtigkeit, die Teilzeitarbeit, das solidarische Europa ist auch alles drin. Also es ist alles abgedeckt, 19 Punkte, etwas ungerade. Wir würden etwas ganz anderes vorschlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir glauben, dass wir jetzt die Marktwirtschaft stärken müssen, die soziale Marktwirtschaft stärken müssen, die Marktwirtschaft stärken müssen, die den Menschen Arbeit bringt. Wir wollen den Soli abschaffen. Wir wollen den Mittelstandsbauch abschaffen. Wir wollen die kalte Progression zurückdrängen. Wir wollen vielleicht auch mal die Luftverkehrssteuer abschaffen, was auch ein Standortfaktor ist, damit Frankfurt und der größte Arbeitsplatz in Hessen vielleicht auch mal wieder gefördert wird. Wir wollen die Grunderwerbsteuer senken, zumindest für die erste Immobilie, weil es wichtig ist, Eigentum zu erwerben, Frau Wiesler. Es geht nicht um Mieter, es geht um Eigentum. So, was wollen wir noch? Die sachgrundlose Befristung habe ich schon genannt. So, dann hätten wir noch die Investitionen, und zwar in die Infrastruktur. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Aber dazu gehört auch, dass ich gleichzeitig Bürokratie abbaue. Und da haben Sie ein Vergabegesetz vorgelegt in der letzten Zeit. Was ein absolutes Bürokratiemonster ist. Da werden neue Stellen geschaffen, da wird in Wohnungen durchsucht, Büros werden durchsucht. Die Kollegin Barth ist dazu Hochform aufgelaufen, was Bürokratieaufbau angeht. Und wir wollten das verschlanken. Und deswegen freuen wir uns auch auf die Diskussion mit der Koalition. Denn wir hatten immer die Hoffnung, dass die CDU das auch will. Denn der Mittelstand leidet im Moment. Und um es am Ende
einfach zu sagen, ich glaube, dass wir am Ende mehr in die Menschen investieren müssen, aber auch den Menschen mehr vertrauen müssen, dass wir der Wirtschaft mehr vertrauen müssen und dass es am Ende um Bürokratieabbau, um Digitalisierung und neue Investitionen geht und nicht um das, was Sie als alle Kamellen hier vorgeschlagen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Naas. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Klose das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat ist diese pandemische Jahrhundertkrise eine, die auf alle Lebensbereiche Auswirkungen hat und damit selbstverständlich auch auf die Arbeitswelt. Und gerade in der Arbeitswelt verstärkt die Pandemie die Belastung, gerade in den Berufsgruppen, die schon bisher unter prekären Bedingungen arbeiten mussten. In diesen Bereichen werden Tarifverträge allzu oft behindert oder unterlaufen. Eine gläserne Decke verhindert die Gleichbehandlung der Geschlechter am Arbeitsplatz. Wir haben über diese Herausforderungen und viele weitere mehr in dieser Debatte bereits ziemlich ausführlich gesprochen. Und wir als Hessische Landesregierung haben diese Herausforderungen auch frühzeitig erkannt und gehandelt. Beispielsweise lassen wir junge Menschen bei der Ausbildungssuche nicht allein, sondern wir arbeiten mit der Olaf-Strategie gezielt daran, dass junge Menschen schneller einen Ausbildungsplatz bei regionalen Unternehmen bekommen. Und wir im Ministerium für Soziales und Integration legen dabei unseren besonderen Schwerpunkt auf die Förderung Benachteiligter. Und dazu dienen im Wesentlichen drei Maßnahmen. Erstens das Programm Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen. Mit diesem Programm fördern wir benachteiligte Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf und wir ermöglichen ihnen auch das Nachholen eines Hauptschulabschlusses. Zweitens. Mit dem Ausbildungskostenzuschuss verschaffen wir Unternehmen einen zusätzlichen Anreiz, mit jungen Menschen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, Ausbildungsverträge abzuschließen und sie zum Abschluss zu führen. Und drittens, um die pandemiebedingten sozialen Folgen abzufedern, finanzieren wir aus dem Sondervermögen den Schutzschirm für Ausbildungssuchende. Er ist bereits erwähnt worden. Und mit diesem Schutzschirm fördern wir gerade Projekte für Jugendliche, die aufgrund der krisenbedingten Verwerfungen am Ausbildungsmarkt bislang nicht mit einem Ausbildungsplatz versorgt werden konnten. Neben dieser Unterstützung beim Einstieg in das Berufsleben ist aus meiner Sicht die Stärkung der Tarifbindung das entscheidende Mittel, um gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten sicherzustellen. Und deshalb unterstützt die Landesregierung die Tarifbindung durch das Instrument der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von hessischen Tarifverträgen und auch die Regelungen des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes. Und da bin ich ganz anderer Auffassung als Kollegin Wissler, stärken die Tarifbindung in Hessen. Wir haben seit vielen Jahren bereits in unserem Land einen eigenständigen Tariftreuebeirat, der in meinem Ministerium eingerichtet ist. Und ich will allen, die daran schon viele Jahre mitwirken, ausdrücklich für diese Mitarbeit danken. Darüber hinaus arbeiten wir bereits seit Jahren daran, die bestehenden Lohnlücken mit den Mitteln, die uns auf Landesebene zur Verfügung stehen, zu verringern. Wir unterstützen Frauen am Arbeitsmarkt gezielt, und wir wollen die bestehenden Lohnlücken beseitigen. Ein wichtiges Instrument dazu ist der Hessische Lohnatlas. Mit ihm schaffen wir Transparenz über die Entlohnungsunterschiede zwischen den Geschlechtern. Und das ist eine der entscheidenden Voraussetzungen, die dann auch zu überwinden. Und ich will in diesem Zusammenhang einen Bereich der Arbeitswelt ansprechen, in dem eben vor allem Frauen entscheidende Beiträge leisten. Das sind die Tätigkeiten am oder nahe am Menschen. Die wichtige Bedeutung dieser Berufe führt uns die Pandemie seit 15 Monaten ganz besonders vor Augen. Denn es sind nach wie vor diese Tätigkeiten, die gesellschaftlich nicht so anerkannt sind, wie sie es verdienen.
Das drückt sich auch in der Entlohnung und in den Arbeitsbedingungen aus. Ob es sich um Erziehungsberufe oder um Tätigkeiten in der Pflege oder im Haushalt handelt, es gibt nach wie vor erheblichen Handlungsbedarf, vor allem auf der Seite der Tarifpartner. Und ich will in diesem Zusammenhang hier auch ausdrücklich bedauern, dass es bisher nicht zu einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Pflegetarifvertrags gekommen ist. Und dennoch gibt es einzelne Lichtblicke. Im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung konnte seit 2009 durch Verständigungen der Tarifpartner ein Anstieg der Gehälter von immerhin 33% erreicht werden. Unabhängig von der Corona-Pandemie ist es mit Blick auf die anspruchsvolle und auf die gesellschaftlich bedeutungsvolle Tätigkeit der Kindertagesbetreuung ausdrücklich zu begrüßen, wenn die Tarifpartner hier auch zu weiteren Fortschritten kommen. Das stärkt auch die Attraktivität dieses Berufsfelds. Und weil wir um seine Bedeutung wissen, haben wir in Hessen das Landesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher aufgelegt. Mit diesem Programm, mit Hilfe dieses Programms erhalten angehende Erzieherinnen und Erzieher von Beginn an eine angemessene Vergütung, die es ihnen ermöglicht, auch in der Ausbildung für den eigenen Lebensunterhalt aufzukommen. In diesem Schuljahr befinden sich 8.655 Erzieherinnen und Erzieher in der Ausbildung. Noch nie zuvor haben sich so viele Menschen in Hessen zur Erzieherin und zum Erzieher ausbilden lassen. Und das zeigt, mit unseren Maßnahmen sind wir auf dem richtigen Weg. Und mit der im vergangenen Jahr begonnenen Imagekampagne unterstützen wir auch die Gewinnung pädagogischer Fachkräfte für die Kinder- und Jugendhilfe weiterhin mit Nachdruck. Und schließlich will ich auch über die Wechselwirkung zwischen der Pandemie und der fortschreitenden Digitalisierung in der Arbeitswelt sprechen. Aktuell werden ganz unterschiedliche neue Arbeitsformen genutzt und weiterentwickelt. Neben den Vorteilen des mobilen Arbeitens und von Homeoffice, also der flexibleren Arbeitszeitgestaltung und auch der Reduktion von CO2-Emissionen durch weniger Verkehr, zeigt sich mittlerweile, dass damit eben auch psychische und psychosoziale Belastungen einhergehen. Und wir können derzeit ihre Tragweite noch nicht vollständig abschätzen. Es ist aber unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass kritische psychische und physische Belastungen genauso wie überlange Arbeitszeiten im Homeoffice vermieden werden. Und deshalb werden wir uns weiter im Dialog mit den Sozialpartnern und den betrieblichen Akteurinnen und Akteuren über gute Gestaltungsmöglichkeiten austauschen. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass die Corona-Pandemie vielfältige, zahlreiche und einschneidende Auswirkungen auf unser Zusammenleben, aber auch auf unser Wirtschafts- und Arbeitsleben hat. Und es geht uns darum, Menschen und Wirtschaft in unserem Land bestmöglich zu unterstützen und unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Das tun wir mit einer Fülle von Maßnahmen und Initiativen, von denen ich hier nur einen Teil ansprechen konnte. Es ist aber auch wichtig, dass wir damit bereits Impulse für die Zeit nach Corona setzen. Denn die Krise hat uns deutlich vor Augen geführt, wo wir vorankommen müssen. Und das ist neben der Bewältigung der Klimakrise ganz sicher die Digitalisierung. Und dass wir dabei möglichst niemandem zurücklassen, das ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Und daran werden wir weiter intensiv arbeiten. Und ich will das Pult auch nicht verlassen, verehrter Herr Kollege Decker, auch wenn Sie uns ja glücklicherweise noch eine ganze Weile als Kollege erhalten bleiben, ohne zu sagen, zum Glück und hoffentlich auch noch lange, Frau Alex. Es ist mir ebenso wichtig, Ihnen für die immer offene und faire Zusammenarbeit in den 12 Jahren, in denen ich dem Landtag angehören darf, ganz herzlich zu danken. Wir waren manchmal überraschend häufig, aber auch keineswegs immer ähnlicher Auffassung. Und so wie Sie auch heute für faire Arbeit gestritten haben, konnte man sich mit Ihnen
immer fair streiten. Ein echter Sportsmann eben. Wir werden Sie vermissen. Glück auf. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Das hat den Abgeordneten Decker so gerührt, dass er sich noch einmal zu Wort gemeldet hat und jetzt in die zweite Runde kommt. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich jetzt noch einmal hier vorne hingekommen bin, dann hat das zwei Gründe. Zum einen, weil ich natürlich mich bedanken möchte, schon für die jetzt quasi fachliche stattgefundene Verabschiedung. Und danke allen, die das gewürdigt haben, mein Tun und die Zusammenarbeit. Das tut einem gut, ich gebe es zu. Man nimmt das dankbar entgegen. Aber Frank Lorz hat ja schon gesagt, ich bin ja noch ein bisschen hier. Und schauen wir weiter, wenn ich zum Kollegen Naas komme. Und jetzt schon mit großer Freude, ich darf es ankündigen, ein paar Anmerkungen in der Sache zu den ein oder anderen Vorrednern. Zur Kollegin Frau Bächle-Scholz, Sie haben gesagt, Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass wir der Auffassung sind, die sozialdemokratische Fraktion, die Landesregierung hätte alles richtig gemacht und wir das mit dem Antrag bestätigt haben, dann darf ich logischerweise im Umkehrschluss feststellen, dass die Landesregierung mit all unseren 19 Punkten und Forderungen auch einverstanden ist. Wir kommen darauf zurück. Da können Sie sehr sicher sein, weil es gibt ein paar lohnende Streitpunkte. Das ist kurz und knapp. Aber in allem Ernst, Sie haben gesagt, Sie hätten nicht so viel Konkretes festgestellt. Ich glaube, wenn Sie lesen, dass wir 12 Euro Mindestlohn fordern oder wenn wir fordern, dass die sachgrundlose Befristung weiter zurückgedämmt werden muss, dann sind das ganz konkrete Einzelpunkte. Und zum Schluss noch zu Ihnen, Frau Kollegin Bächle-Scholz. Sie haben gesagt, die sachgrundlose Befristung hätte eigentlich mit Corona nichts zu tun. Doch hat sie, weil, und das hatte ich begründet in der Aussprache, in meiner Rede zu unserem Antrag, weil nämlich gerade jüngst die Arbeitgeberverbände versucht haben, die Corona-Krise dazu zu nutzen, diese Regelungen, die bisher schon bestehen, wieder aufzuweichen. Und deswegen gehört es auch in solch einen Antrag, wenn es um Fairness auf dem Arbeitsplatz gerade in der Corona-Krise geht. Und zum Kollegen Richter in aller Kürze. Sie haben gesagt, die Punkte 14 bis 19, vermutlich meinten Sie auch ein paar andere, die würden allzu sehr in die Rechte der Arbeitnehmer eingreifen. Nein, umgekehrt. Sie stärken die Rechte der Arbeitnehmer. Es ist die Frage, ob man das so will oder ob man es nicht so will. Da kann man sich in der Sache auseinandersetzen. Wir halten das alle mal für den besseren Weg, Arbeitnehmerrechte zu stärken an der Stelle. Kollege Naas, es ist mir eine besondere Freude. Sie haben ja vom Testament gesprochen, vom Glaubensbekenntnis und haben der Hoffnung Ausdruck verliehen, wenn ich das so interpretieren darf, dass wir uns vielleicht dann doch noch einmal am Rednerpult bis 30.06. in Sachen Arbeitsmarktpolitik sehen. Ja, wir schaffen das. Sie haben es in der Hand. Vielleicht müssen Sie mal mit dem Präsidenten sprechen. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Art Ehrenantrag zur Verabschiedung eines Abgeordneten. Ich bin jederzeit dazu bereit, mit Ihnen die Klinge zu kreuzen. Ganz kurze Anmerkung noch einmal in der Sache, Herr Dr. Naas. In der Sache. Sie haben gesagt, Sie haben völlig korrekt 2012 mich zitiert, 8,50 Euro Mindestlohn. Und ich habe damals, wenn Sie es noch in Erinnerung haben, gesagt, nachdem mehr oder weniger fast das ganze Haus dagegen war, habe ich gesagt, kennen Sie die alte Danone-Reklame, früher oder später kriegen wir sie auch. Und wir haben sie gekriegt und wir haben den gesetzlichen Mindestlohn und wir liegen jetzt inzwischen bei über 10 Euro und wir sind auf einem guten Weg in Richtung 12. Alles richtig gemacht, Herr Kollege Naas. Alles richtig gemacht an der Stelle. Und ich will nur noch einmal auf zwei Punkte hinweisen. Sie haben gesagt, sachgrundlose Befristung, warum man das jetzt in der Krise macht. Sie müssen den Antrag lesen. Wir haben gesagt, das sind die Maßstäbe, die auch nach der Krise im Tenor steht drin, auch nach der Krise der Maßstab für Arbeit und Beschäftigung sein müssen. Also insofern geht es auch vorausschauend um das, was nach der Krise passiert. Und zwei letzte Bemerkungen. Transformation vor, haben Sie gesagt, das wäre so unkonkret. Nein, das ist überhaupt nicht unkonkret. Wir haben dazu einen konkreten Haushaltsantrag gestellt. Und wir fordern darin das Land auf, der ist natürlich abgelehnt worden. Und wir fordern darin das Land auf, auch etwas zu tun, weil der Bund auch einen solchen Fonds aufgelegt hat. Und da haben wir gesagt, das Land als Automobilstandort, gerade als Automobilstandort, muss das auch tun. Also das ist sehr konkret gefasst worden. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, Herr Dr. Naas, Sie haben gesagt, Vergabe und Tarif Treuegesetz. Nein, wir sehen das anders. Wir sind unserer Kollegin Elke Barth sehr dankbar, dass sie das hier so sattelfest vertreten hat, weil nämlich.
Sie hat es mit der Gewerkschaft abgestimmt, Kollege, mit der Gewerkschaft abgestimmt, das, was sie vorgetragen hat, und nichts anderes. Und wir bleiben bei unserer Auffassung. Und zum Schluss Bonuspflegekräfte, Kollege Kinkel. Ich habe gerade gehört von der Kollegin Dr. Sommer, dass Verdi festgestellt hat, dass immer noch 40% nicht ausgezahlt sind, und am UKGM sind die so verteilt worden, dass jeder 35 Euro bekommen hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Decker. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann überweisen wir den vorliegenden Antrag von dem Kollegen Decker und anderen in den SIA zur weiteren Beratung und den Dringlichen Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN auch in den SIA. Machen wir so.